Eins vorab, diese Limited Edition gibt es noch zu kaufen. Look Fantastic in Kooperation mit Esper. Heute dreht sich alles um Spa, um Düfte, um Me-Time. Wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Liebe Abonnenten, ihr seid wieder mit dabei. Das ist schön, ich freue mich. Eine weitere Limited Edition von Look Fantastic und zwar diesmal mit Esper. Auch im Shop gibt es einige Zusammenstellungen von Esper. So wie ich das gesehen habe, sind die gerade gut reduziert. Wir haben aber heute hier die Limited Edition mit Esper. 60 Euro ist der offizielle Verkaufspreis. Wenn ihr ein Abonnent seid von dieser Beautybox, dann zahlt ihr nur noch 50 Euro. Warenwert sollen 190 Euro sein. Ich bin sehr gespannt. Und das ist der erste Blick in die Box. Wir fangen mal direkt mit dem größten Produkt an. Das ist eine Kerze von Esper. 200 Gramm, das ist schon wirklich eine schöne, große Kerze. Signature Blends, Esper Natural Beauty Inner Calm Positivity Aromatic Candle. Eine aromatisierte Kerze. Handgegossen soll die sein. Die schauen wir uns einmal an. In einem weißen Milchglas. Und die duftet wirklich wunderschön aromatisch. So fürs Badezimmer kann ich mir das ganz hervorragend vorstellen. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch einen Deckel aus Metall. Ein sehr wertiger Deckel, mit dem man das Ganze dann verschließen kann. So eine Esper-Kerze habe ich schon. Die hatte aber einen Holzdeckel, soweit ich mich erinnern kann. Schön, um die Kerze dann zu löschen und vor Staub zu schützen. 200 Gramm. Da kommt man einige Stunden mit zurecht. Ein schönes erstes Produkt von Esper. Da kann man nichts mit falsch machen. Und wenn man schon genügend Kerzen hat, ist das auch ein ganz tolles Geschenk. Als nächstes haben wir eine Tube. Optimal Hair Pro Shampoo nennt sich das. Nutrient Rich Cleanser for Shiny, Manageable, Healthy Looking Hair. Ein Haarshampoo in der Größe von 50 ml. Das ist etwas eher zum Ausprobieren. Das Ganze ist noch verschlossen, aber wir machen heute Probieren, Riechen. Darum werde ich die Sachen alle öffnen. Wir schauen einmal. Das kommt in einer trüben Flüssigkeit aus der Tube und hat auch einen sehr angenehmen, frischen Duft. Die Marke Esper finden wir immer mal wieder in den Boxen, insbesondere in limitierten Editions. Da freue ich mich, das Shampoo auszuprobieren. Und dann haben wir noch eine Tube in der gleichen Größe, Farbe, Form. Das ist der Conditioner dazu. Optimal Hair Pro Conditioner. Auch Nutrient Rich Conditioner for Shiny, Manageable, Healthy Looking Hair. April Shampooing. Ja, ein klassischer Conditioner. Ebenfalls 50 ml haben wir hier. Schön versiegelt das Ganze. Und das ist eher cremeartig. Eine weiße, ziemlich dickflüssige Konsistenz hat das. Und genau der gleiche Duft, den wir eben auch beim Shampoo hatten. Das ist ein sehr dezenter, aber schön frischer Duft. Zwei Produkte für die Haare in dieser Limited Edition. Wir machen weiter mit einer kleineren Tube, Refining Skin Polish, ein Brightening Exfoliator to Refine and Smooth, a Deeply Cleansing Superfine Exfoliator to Leave Skin Feeling Refined and Smooth. Das ist ein Peeling. Ein- bis zweimal die Woche darf es auf die normale Haut aufgetragen werden, einmal die Woche bei öliger Haut, in die feuchte Haut einmassieren mit leichten kreisenden Bewegungen und dann abwaschen. Wenn das in die Augen kommt, direkt mit warmem Wasser wieder auswaschen. Eine Größe von 15 ml, das ist eine grobe Größe. Diese Skin Polish kommt normalerweise in einer Größe von 55 ml und wird bei Look Fantastic für 46 Euro angeboten. Auf der Look Fantastic Seite steht geschrieben: Erhalte einen hellen, strahlenden Teint mit dem Esper Refining Skin Polish. Das sanfte und dennoch effektive, besonders feine Peeling befreit die Poren von Unreinheiten und entfernt die obere Hautschicht abgestorbener Hautzellen, damit sich das Gesicht seidenweich anfühlt. Inhaltsstoffe, da werden genannt kugelförmige Kieselerde, die die Hautoberfläche polieren soll,
und verstopfte Poren werden ebenfalls befreit, was zu einem einheitlichen Hautbild und Struktur beitragen soll. Und dann haben wir hier noch als pflegende Inhaltsstoffe die Damaszenarose und Shea Butter stehen. Interessantes Produkt zum Ausprobieren, ein mechanisches Peeling von Espa. Das nächste ist etwas für die Augen. 24 Stunden Replenishing Eye Moisturizer. 15 Milliliter, das wird eine Full Size sein. Auch sehr spannend und ich finde es schön, dass was für die Augen mit dabei ist. Da kommt ein kleiner Tiegel zum Vorschein. Auch wertig aus Glas, wieder mit dem grauen Deckel. Ich vermute, dass das oben noch mit einem kleinen Deckel geschützt ist, der jetzt nicht mit abgefallen ist. So sieht die Augencreme erst einmal aus. Die Menge ist natürlich wieder viel zu großzügig, aber zum Zeigen ganz gut. Ich werde mal daran schnuppern. An Duftstoffen kann ich da jetzt nichts erschnuppern. Es riecht so ein bisschen nach Naturkosmetik. Ist es bei Naturkosmetik? Da will ich mal kurz schauen. Ja, es macht doch immer wieder Sinn, nochmal gewisse Dinge nachzulesen. Also von Naturkosmetik habe ich jetzt nichts direkt finden können. Es wird gesprochen von natürlichen Inhaltsstoffen und, das war mir noch nicht bekannt, ganz spannend, ist die Marke nämlich ein Produkt von THG. Sprich dem Unternehmen, das auch Look Fantastic die Box herausgibt. Also alles ein Unternehmen. Eigenmarke THG ist essbar. Dann darf es, wenn es aus rein natürlichen Inhaltsstoffen ist, auch nach Naturkosmetik riechen. Wenn ich das jetzt ein bisschen länger auf der Haut hier habe, riecht es schon deutlich nach Naturkosmetik. Das muss man mögen. Unter den Augen sitzt es wieder sehr nah an der Nase. Würde mich mal interessieren, wie das mit der Gesichtscreme von Espa ausschaut. Nichtsdestotrotz ein schönes Produkt, sehr pflegend, macht eine schöne weiche Haut, fühlt sich echt gut an. Das werde ich unglaublich gerne in Gebrauch nehmen. 15 Milliliter, eine super Größe für die Augen. Und als letztes Produkt haben wir hier ein Optimal Body Tri-Serum. Wieder mit den Active Nutrients, was eigentlich nicht mehr heißt als aktiven Inhaltsstoffen oder Nährstoffen. Pflegendes Body-Serum für strahlende Haut. Nach dem Duschen oder Baden auf die gereinigte Haut auftragen und auch hier bei Augenkontakt mit dem Produkt gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Die natürlichen Inhaltsstoffe können zu Farbveränderungen führen. Ein nährendes Körperserum für strahlende Haut, geeignet für alle Hauttypen. Wieder eine sehr hübsche Verpackung. Wieder Glas, das finde ich toll. Ein Tri-Serum, ich werde gleich nochmal schauen, ob ich zu dem Tri etwas erfahren kann. Wir öffnen das erst einmal. Es kommt in so einer Sprayform. Das heißt, man kann sich das Serum auf dem Körper aufsprühen, was natürlich sehr praktisch ist. Die Haut als größtes Organ hat natürlich eine riesen Oberfläche. Ich komme nicht ganz zurecht gerade mit dem Sprühkopf. Ich pumpe nochmal ein bisschen. Ah, es braucht am Anfang ein bisschen mehr Kraft. Das muss einmal ordentlich durchgedrückt werden. Da sieht man die Flüssigkeit. Die fühlt sich sehr pflegend an. So ein bisschen ölig, aber nicht extrem. Lässt sich so schön verreiben. Da wird aber ein Öl mit enthalten sein. Ich werde kurz einmal schnuppern. Das ist wieder deutlich parfümiert. Riecht aber sehr angenehm. Hat einen frischen Duft, frisch in edel. Da fühlt man sich gepflegt. Und das Ganze ist auch gut eingezogen, wie man sieht. Da ist noch ein leichter Film zu sehen. Am Rande, die Hand, die strahlt hier so, weil ich da den Sonnenschutz von Purelay drauf habe. Und der hinterlässt wirklich einen langanhaltenden, na, ich will nicht Fettglanz sagen, aber schon Glanz auf der Haut, was mir persönlich nicht gut gefällt. Nochmal zu Espa aber. Schön eingezogen, die Haut sieht sehr gepflegt und gesund aus, wie ich finde. Ich habe auf der Look Fantastic Seite noch einmal nachgelesen zu diesem Produkt. Und ich vermute, die angekündigten oder möglichen Farbveränderungen liegen daran, dass Kurkuma mit in diesem Serum ist, welches ja ein guter Farbgeber ist. Aber kurz einmal dazu, wie das Produkt beschrieben wird. Nähre deinen gesamten Körper mit diesem Serum von Espa, das die Strahlkraft deiner Haut verbessert und ihr einen natürlichen Glow verleiht. Das stimmt, den haben wir gesehen. Das Serum enthält den markeneigenen Vital Nutrients Omega und Essential Vitamin Komplex und unterstützt die natürliche Barriere deiner Haut, sodass Feuchtigkeit genau dort bleibt, wo sie gebraucht wird. Flügeltang sorgt
sorgt mit seiner straffenden, verfeinernden Wirkung dafür, dass die Haut aufgepolstert wird und eine glattere Oberfläche erhält. Johannisbeersamenöl und Ballonrebe beruhigen und besänftigen deine Haut, schützen sie und sorgen für ein entspanntes Hautgefühl. Zudem enthält das Serum Kurkuma, um deinen Hautton zum Strahlen zu bringen und für ein ebenmäßiges Ergebnis zu sorgen. Da haben wir die Auflösung. Und hier haben wir den Inhalt der Box noch einmal in der Übersicht. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann hier eine gute Möglichkeit, das noch schnell zu tun. Meinem kleinen Kanal hilft das unglaublich. Lieben Dank. Wie hat euch die Box gefallen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Habt ihr vielleicht schon Erfahrung mit Espa gemacht? 6 Produkte hatten wir hier in der Box, auch Full Sizes mit dabei. Zum Teil sehr schön beduftet, wie die Kerze zum Beispiel. Und auch dieser Körperspray, ich würde es fast Körperöl nennen, hat einen sehr angenehmen, schönen Geruch. Bei der Augencreme ist es mir ein bisschen zu Naturkosmetiklastig vom Duft her. Das ist aber Geschmackssache. Da muss man mal ausprobieren, ob das dann eventuell noch verfliegt. Wir haben Dinge fürs Gesicht. Einmal ein Peeling und die Augencreme. Pflege für den Körper, den Spray und auch für die Haare ein Shampoo und Conditioner auszuprobieren. Und dann in schöner Atmosphäre das Ganze mit dieser Kerze von Espa. Eine interessante Zusammenstellung. Ich kann da zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel zu sagen, weil ich Espa bisher noch nicht intensiv ausprobiert habe. Da habe ich jetzt die Chance zu. Dann werde ich in einem späteren Video mal was dazu sagen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, werde dann auch gleich mal reinschauen und mit euch diskutieren. Euch ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, bleibt gesund.